Hallo, dies ist der zweite Teil meiner Rhythmus Basics Serie für Ukulele. Und ja, falls du den ersten Teil verpasst haben solltest, da oben gibt es den Link dazu. Diesmal geht es um Achtelschläge und wir werden das gleiche Prinzip anwenden wie in dem ersten Teil. Wir wollen, um den Rhythmus interessanter zu gestalten, nicht Schläge dazu tun, sondern wir wollen Schläge wegnehmen. Und wie immer habe ich mir dazu einen Turnaround ausgedacht. Turnaround ist etwas, sind vier Akkorde, die du endlos wiederholen kannst. Ich werde die Griffe erst einmal vorstellen. Wir fangen an mit einem E-Moll-Akkord, gefolgt von einem G vermindert. Das ist der gleiche Fingersatz, so rutscht einfach runter. Dann kommen die Leerseiten, C6. Und zum Abschluss kommt ein D7-Akkord. Du kannst also immer die gleichen Finger benutzen. Und ich werde das jetzt einmal vorspielen. 1, 2, 3, 4. So, wenn du diese Folge spielen kannst, kannst du jetzt einen Schlag wegnehmen und wir fangen einfach mal mit der zweiten Zählzeit an, also auf dem zweiten Schlag im Takt spielen wir keinen Schlag, machen wir eine Pause. Das klingt dann so, ich werde das erstmal an einem Akkord demonstrieren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und das Ganze jetzt mit dem Turnaround. 1, 2, 3, 4. Gut. Als nächstes können wir jetzt die dritte Zählzeit auslassen, also den dritten Schlag in dem Takt. Das klingt dann folgendermaßen. 1, 2, 3, 4. Jetzt mit dem Turnaround. 1, 2, 3, 4.
Das kannst du jetzt natürlich auch mit der ersten Zählzeit machen, mit der vierten Zählzeit. Du kannst aber auch mehrere Achtelschläge auslassen. Zum Beispiel auf der ersten Zählzeit und auf der dritten Zählzeit. Das klingt dann folgendermaßen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und das Ganze wieder mit dem Turnaround. 1, 2, 3, 4. Wichtig nochmal, ich kann das immer nur wieder betonen, wichtig ist, dass du deine Schlaghand immer durchlaufen lässt. Die geht immer down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. Egal, ob du den Schlag spielst oder nicht, es ist immer wichtig, dass du eine gleichmäßige Bewegung mit der rechten Hand machst. Man kann auch noch mehr Schläge weglassen, aber du wirst merken, es wird dann immer spannungsvoller. Ja? Man muss es wirklich, ich würde vorsichtig anfangen, lass einen Schlag weg, lass zwei Schläge weg und guck, was passiert. Kannst du auch noch dazu singen? Das ist ja auch noch eine Herausforderung. Je komplexer der Rhythmusschlag wird, desto schwieriger wird es vielleicht zu singen. Das muss man dann trainieren. Okay. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wenn du noch ein bisschen mehr sehen willst von mir, geh doch mal auf meinen Patreon-Kanal. Da kannst du mich mit einem monatlichen Beitrag unterstützen und bekommst dafür die ganzen Übungen, die wir jetzt gemacht haben, von allen Videos, die es von mir auf YouTube gibt und die es dann auch noch in Zukunft geben wird. Guck da mal drauf, vielleicht ist für dich was dabei. Und ich würde sagen, ich wünsche dir jetzt Happy Strumming und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ciao!